Einen schönen guten Morgen, Leutland. Heute haben wir, Dienstag. Dienstag, 8. Dezember, morgen muss er heim sein. Dann werden wir in Weiler bei Wojach wieder einen Platz machen. Ich schieb die Riegel bei den Mauern zusammen auf dem Dorfplatz. Ein Schnee. Ja, auf zu Eiern da. Ah. Scheiße, war ja. Jetzt sehen wir nachher noch mal hinterher zu. Machen wir da in die Schwingung hin, kommst du noch. Kommst du fast nicht mehr aus. Ja, da mit dem Arsch. Genau, ein Volvo-Rotlader. Ja, das ist halt das Gewadle. Ist ja so. Der Arsch ist betonhecht und drunter auch das blanke Gries. Na, ja, ein bisschen ausputzen da. Den Wellenhaufen. Das wäre schon sehr krank da. Also die Uhrzeit will ich nicht so viel wissen. Dann ist jetzt kurz nach 7. Also überhaupt nichts tragisch. Überall lacht noch jeder Loder so oft auf und da, dass alles schön aufgeraut ist. Und ich meine, das Kind hat ja schnell auch wieder können. Kante finden. Schaut gut aus. Jawohl. Der Öl hat er in der Luft rum. Da war jetzt natürlich ein Varia-Pflug dahinter, aber arbeiten wir schon mit dem was aus. Der Schneehaufen wird eben auch mal so. So, fallen wir jetzt ausschauen. Bis auf lang, als gehst du wieder Ruhe haben. Alter. Da gefällt mir das, meine Kinder beleuchten der Nacht.
Platz berichten. Jetzt ist er da. So, durch zur Lagebesprechung. Weiß ja jeder, was er zu tun hat. Das ist eben das Gefahrlein. Hier haben so Divac-Kasten mit eben Kanalschachten. Deswegen schreiben wir das lieber selber zusammen nochmal. Macht man sich nicht unnötig Arbeit, wenn man noch ein Gepass legt. Schaufeln wir da noch einmal lieber und gut ist. Da ist die Mauer gemeint auch nicht. Will man Meierle, will er nicht zu weit tun. Da hinten geht eben ein Reit- und Wanderweg, Winterwanderweg. Der hat zwar einmal ein paar Jahre gerammt. Ist ein Stoßschild, kein Schneeweg. Weil du ihn war schon mal aufmachen. Aber das machen wir jetzt mit einem Löckengerät.
Das ist aber echt ein leckeres Monster. Ja, geht schon auch da, nicht so nass. Ah, da mit Norsch. Nichts zu machen, ne? Scheiße. Ja, unter der Kanten da. Jetzt machen wir schon allein die Gelände. Jawohl, Mutzi, geh mal. Aha. Trifft gleich mal seitlich weg da. Und da ist eben die scheiß Kante, die verfluchte. Da geht es eben gerade nieder. Ja, ja. Siehst du mal blinken? Da ist aber so eine Schneewächte. Und da ist auf einem Flur so gesetzt. Und sehen, bin ich jetzt drin, dachte ich, so gut. Ja. Ja, na passt. Auch aufwärts. Ja. Passt, alles klar. Hallo, hallo. Jo, sogar geht's. Da ist immer so eine Wegkante. Da ist eigentlich der gerade öffnen kommt. Da führen da allein den Regen und mal weh. Ist da rumhängen, ein Zupferle. Dann ist man wieder hallo. Man sieht sowieso ein bisschen die Strecke, dass es da eigentlich ist. So steht die Kamera jetzt gerade.
erkennbar, gell? Und eben genau deswegen mag ich die breiten Straßen. Jetzt kommt hinten ein Auto, da ist der Lader. Das kommen dann eigentlich alle viereinander. Servus, Erik. Na, dann fahren wir wieder weiter. Nebenbei bin ich mit Loder vorwärts wieder quitt, weil ich ihn auch schon gemisst habe. Es ist zwar auch schon ein paar Jahre her jetzt, aber er hat selber gesagt, er hätte auch wieder aufgedenkt. Das ist auch nicht irgendein Flug, kann ich ja keinen Zacken aus der Krone. Hüten. Von den Staaten. Staatenweg bleibt passt eh. Where is the grass? Büten und nachher haben wir gerade gebettelt, dass wir gerne mit der Sauna. Das hat der Ballon einmal auch noch aufgeführt. Die Felsbrocken da nachher. Bring schon neu schnell einmal raus. Da werden wir jetzt auch wieder das Riegel ausbrechen. Die schupfen schon in meiner Dealer Hitze.
nicht offen bleiben. Er ist gut offen bleiben. Wird es auch noch mehr abholen? Ja. Oh, jetzt schon wieder was Platz da. Von der Mauer, das putzt man nachher Tollwärts wieder rein. Hier oben. Jetzt haben wir schon wieder einen Autoradler geschritten und da bin ich eigentlich. War ja eigentlich einige Jahre ein Autoradler. Ich habe meine Lehre als Landmaschinentechniker abgeschlossen in Autorol. Der Traktor kommt auch aus Autorol. Und an diesem fällt man halt wieder hinter in den Dialekt. Stelle. Parkplätze beim Rana wäre auch schön. Es wird eigentlich das einmal ein Rosenflug, weil es ist eigentlich ein Weidegebiet da. Und auf der anderen Seite ist es eh besser, wenn man die großen Nasen da auf das Außen schöpft, dann rinnt das Wasser auch wieder weg im Sommer. Das wächst eigentlich eh innerhalb von einem Jahr wieder zu. Hat es nur wieder geschmissen. Gib mir das her. Das ist eigentlich wieder gewesen, Frau Heinz. Ich hoffe, ihr habt eigentlich gelangweilt. Wenn ich es Fragen habe über das Wetter und so weiter. Ah genau, soll ich noch mal gewählt haben. Was man oft einmal wünschen hat, es sind alle viele, die die gleiche Frage haben. Lest zuerst bitte einfach die Kommentare, die ersten Kommentare, was da drinnen stehen, alle durch. Weil viele Fragen beantworten sich nachher einfach selber. Weil wenn nämlich 20 Mal das Gleiche hinschreiben, ist, wie soll man sagen, ja, ich sag's wie es ist, nervt. Es nervt einfach. Deswegen einfach die anderen Kommentare zuerst einmal durchschauen. Wo es auch noch viel ist, ich schreibe auch Videobeschreibungen. Da merkt man auch sofort, wer der gelesen hat und wer nicht. Ja, an die Übersetzungen bin ich dran. Da. Wie heißt der? 14001 oder so irgendwie. Der hat schon ein paar gemacht für mich.
möchte ja grüßen auf dem Wege. Falls noch einer ist, was man irgendwie da versteht und ist eigentlich eine gute Englischübung. Hauptsächlich geht es eh um Englisch, obwohl Russen und Polen und Slowenen und was ich was da mittlerweile alles schreibe. Araber hat auch schon einmal einer geschrieben, genau solchen, aber ja, keine Ahnung, wie das, die Zeichen da so mir. Man, Englisch geht noch viel, was er selber errichtet. Und halt. Sandra mache ich halt über Google Übersetzer, aber bei Englisch kann ich es noch überprüfen, ob das jetzt einen Sinn gehabt hat, was der da übersetzt hat. Bei Russisch da, bei den, wie heißt denn, die kyrillischen Zeichen da oder nicht, aber keine Chance. Also, wenn da ein Tupfen drin steht, nachher kann ich nicht helfen. Was noch ist, es haben einige aufgefordert wegen einem Real-Tag, oder? Ja, dass auch schwul da stimmt. Aber da haben ein paar gleich geschrieben, nachher, dass das noch eigentlich eine Kopie von Austria Forst war. Sicher auch ein bisschen so. Ich bin kein Kopierer. Ja. Steht da nicht auch HP oder was ich was drauf? Entschuldigung, wegen Markennennung. Aber es kennt ja einfach Fragen in die Kommentare schreiben. Ich suche mir da noch den besten raus. War noch immer, dann war es so, dass ich wegen dem Raum, weil Radio lesen möge ich eh nicht, wegen dem Raum beantworte nachher die Fragen. Aha. Okay, beim Rehtag halt auf dem Traktor und nicht in der Garage oder Werkstatt oder in der Kuchel oder. Da ist schon einmal nicht kopiert. Ah, genau. Betriebsstunden. 4516,3. Weil. Die Betriebsstundenfrage, weiß ich nicht. Das ist überlebenswichtig, kommt man schon langsam viel. Kein Video, wo nicht mindestens 3-4 Mal gefragt wäre, ob. Oder halt wie viele Betriebsstunden haben. Und dann kommen halt auch die ergänzenden Fragen, wie viele Stunden fährst du das Jahr? Traktor ist Baujahr 2010, also 8 Jahre alt. Dann haben wir die 4500 Stunden durch 8 Jahre. Und dann hast du einen Durchschnitt vom Jahr. Ein Durchschnitt. Das ist eben. Winter ist auch nicht jeder gleich. Sommer in Holz bin ich auch nicht halber gleich. Für meinen Betrieb daheim brauche ich keinen so einen Traktor. Da hat es auch 50 PS, auch leicht. Ja. Für was nachher eben zwei Traktor haben und keine aus der Last, dann müssen wir lieber einer. Ah. Einer in der Last halbwegs aus. Und, ja, muss ich eigentlich sagen, bis auf die Stunden daheim, was er für einen Betrieb braucht, das ist finanziert, dass ich eh selber. Eben, Maschinenring.
Maschinenringe und halt Schneeraum und halt im Holz. Der reine Eichen auf Gold.